und 2000 Schaden direkt zu Beginn des Spiels. Damit macht ihr euch vieles einfacher. Margit, Godric, der Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Dieses Schwert hier, Echo Eid Zierde, ein richtig, richtig gutes Magieschwert, könnt ihr ganz, ganz früh im Spiel bekommen. Weil eigentlich müsstet ihr durch den Gael-Tunnel und dann einen Rotten Duelist besiegen. Aber es gibt eine Möglichkeit, das auch ein bisschen zu schießen. Das heißt, wenn ihr das Spiel startet, hier, erste Schritte, könnt ihr dem Weg hier entlang folgen und hier runter zum Strand gehen. Und dann gibt es hier vorne an der Wand eine Möglichkeit, hochzuspringen und Echo als Zierde schon zu bekommen, ohne den Duelisten zu besiegen. Dafür müsst ihr hier einmal ein bisschen schnell laufen und dann mit ein bisschen Glück hier hoch. Das kostet immer so ein paar Versuche, aber das kriegt ihr hin. Ja, fast. So, dann bin ich da oben. Dann geht ihr noch ein Stückchen weiter hoch und noch weiter hoch und noch weiter hoch, bis ihr hier seid. Und dann könnt ihr hier über die Ecke springen. Und dann seid ihr hier auf diesem Plateau, wo man normalerweise erst hinkommt, wenn man den Gael-Tunnel geschafft hat. Und hier findet ihr dann Echo Eid Zierde. Und wieso die Schwert so geil ist, ist dieser Effekt. Der mit dem richtigen Equip 2000 Schaden macht. Und 2000 Schaden direkt zu Beginn des Spiels. Damit macht ihr euch vieles einfacher. Margit, Godric, der ganze Ranella, Raya Lucaria. Sehr viel macht ihr euch damit einfacher. Ja, und so kriegt ihr Echo als Zierde ganz früh. Und ich habe mir überlegt, dass ich mit diesem Schwert mal einen Speedrun starte. Ich hole mir am Anfang dieses Schwert und dann starte ich das Spiel, mache einen Vongport nach Forum Azula und versuche das Spiel durchzuspielen in weniger als ein paar Stunden. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Schwert findet, ob ihr das vielleicht sogar selber nutzt. Gerne einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.